Nein, Opa Max. Banjos sind uncool. Und nein, wir haben echt keine Lust auf Banjo Town. Ich wäre lieber auf einer Farm voll mit Schlangen als dir. Repto Ranch, überall Schlangen. Vielleicht wird's gar nicht so schlimm. Oh, wie eklig! Das ist nur eine Babyschlange. Du hast doch auch Angst vor Schlangen. Gwendolyn, bitte. Nur vor Tintenfischen. Natürlich haben Tentakel ungefähr die gleiche Größe und Form. Aber Schlangen, die sind nicht einmal mit einem Körper verbunden. Sie sind wie Tentakel, aber einzeln und lebendig. Und sie winden sich. Ja, mach sie ab von mir, mach sie weg! Wenn wir uns beeilen, holen wir Opa Max noch ein. Wir gehen auf gar keinen Fall nach Banjo Town. Wie bist du denn nach draußen gekommen? Hallo? Oh, hi. Ich hab euch nicht bemerkt. Mein kleiner Freund hat mich so abgelenkt. Was machst du hier, Mortimer, du kleiner Schlingel? Ich bin Dr. Mary Jo Fourfeathers, Herpetologin. Und ihr müsst die beiden neuen Aushilfen sein. Ich glaube, wir bleiben lieber draußen. Euer Opa Max war anderer Ansicht. Er hat sie angerufen? Man setzt doch Kinder nicht wortlos ab. Dann legen wir mal los. Kann nicht schlimmer sein als Banjo Town. Hoffe ich. Und hier ist die Krönung der Repto Ranch. Unsere neue Höhensonne. Wow, cool. Eine große Kuppel. Ich kann die Temperatur für unsere Freunde mit diesem hochmodernen Beleuchtungssystem steuern. Ich habe es selbst entworfen. Lichtsteuerung, ja? Zeit für einen Rave! Sei vorsichtig mit dem Licht. Wechselt die Temperatur zu oft, wird ein Reptil richtig aufgewühlt. Jetzt kommt mit! Ich bringe euch bei, wie man die Käfige sauber macht. Ach, Mann! Immer noch besser als Banjo Town. Brüder, Schwestern, helft mir! Das ist nur eine Königspython. Sie tut euch nicht weh. Ihr braucht nur mehr Kontakt mit Schlangen. Unheimlich, es ist meist nicht so schlimm, wenn man nur näher hinschaut. Ach, da habe ich eine Idee. Sie lieben ultraviolettes Licht, sonst haben sie nur schlechte Sicht. Vitamin D entsteht durch Licht, wer weiß das nicht? Solange es in der Sonne braten, kann man keiner Schlange raten. Blasenrötung, Sonnenbrand, dann nehmen wir eine Creme zur Hand. Das ist alles so, so interessant. Muss es echt als Musical sein? Wenn du mal ein Buch lesen würdest, müsste sie es dir nicht vorsingen. Reptilien sind so schön, das muss man einfach sehen. Öffnet euer Herz für sie, dann werdet ihr sie gut verstehen. Was macht diese Schlange da? Ja, ist das nicht famos? Diese hier häutet sich bloß.